Das Geheimnis deines Lebens. Kennst du es? Weißt du überhaupt, was dein Geheimnis ist? Kennst du überhaupt die Verstrickung in dein Unterbewusstsein? Weißt du, wie die Verstrickung wirken? Weißt du, wie die Verstrickung deiner Glaubenssätze in dir wirken? Hast du schon mal überlegt, was alles das, was du wolltest, auf dich wirkt? Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast geheiratet und hast deiner Frau ewige Treue geschworen. Die Frage ist, wen hast du die Treue geschworen? Deiner Frau oder dir selber? Dieser Schwur, den du gerade getätigt hast bei deiner Hochzeit, wirkt er heute noch? Ich würde sagen, ja. Wenn du mal schaust, wie gehst du mit deiner Ehe um? Wie viel stehst du für deine Frau ein? Wie viel kämpfst du für ihr? Kämpfst du wirklich für ihr? Oder kämpfst du für dich, um deinen Schwur treu zu bleiben? Wie frei ist deine Frau? Frei von dir, frei von deinem Begehren des Schwures. Bewegt ihr euch wirklich in Gottes Hand? Kannst du dich noch daran erinnern, den Schwur, den du getätigt hast, wie die Stola vom Pastor über eure beide Hände lag? Wo der berühmte Spruch kam von dem Pastor oder wer immer gewesen sein mag? Was Gott auf Erden verbunden hat, kann kein Mensch auf Erden lösen. Was bedeutet das? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Im Guten wie im Schlechten war der nächste Spruch, der kam. Was heißt das? Wir beschäftigen uns erstmal mit, was Gott auf Erden verbunden hat. Was Gott auf Erden verbunden hat, hat er im Himmel zusammengefügt. Und das ist das Unscheinbare, was sich Liebe nennt. Es haben sich zwei Menschen begegnet, die sich lieben. Lieben ist eine oder ein Gefühl, was in uns lebt, was auf einer Begründung ruht, die wir mit dem Verstand nicht beschreiben können, die uns in unseres tiefsten Inneren bewegt und uns glücklich sein lässt. Alles, was wir versuchen mit dem Verstand in irgendeiner Art und Weise zu dirigieren, bringt uns von der Liebe weg. Kann kein Mensch auf Erden lösen. Das heißt, wenn die Liebe uns verlässt, ist unsere Partnerschaft dadurch gelöst, weil die Liebe nicht mehr da ist. Die Zuneigung, das Frei sein lassen. Den anderen so lassen, wie er ist, wie er war. Das nächste. Achten in guten und in schlechten Zeiten. Was heißt das wirklich? Auch da sollen wir mal Gedanken machen, was heißt achten in guten und in schlechten. Viele Menschen verstehen darunter, oder Paare verstehen darunter, ich zwinge dir meine Meinung auf, dass es dir besser geht. Ich halte aus, bis du irgendwann deine Meinung änderst. Das ist auch nicht mit gemeint. Damit gemeint ist, respektvoll dem Gegenüber seine Ansichten vom Leben zu lassen und sich nicht da einzumischen. Wenn du das verstanden hast, bist du der Lebensweisheit ein Stückchen näher gekommen. Die Meinung des anderen zu lassen. Wir alle im Leben, unsere Meinung, wie auch unser Körper, verändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Warum soll meine Einstellung zu irgendeinem Thema ein Leben lang so sein, wie es ist? Warum darf sich meine Einstellung nicht verändern? Diese Einstellung hat nichts mit der Liebe des anderen gegenüber zu tun. Die Liebe ist das, was sich nicht fangen lässt, was sich nicht dirigieren lässt. Die Liebe erscheint immer dann, wenn wir unseren Willen zurücksetzen, wenn wir unseren Willen auflösen. Je weniger wir von den anderen was wollen, desto mehr wird unsere Liebe. Und wer dieses umsetzen kann,
im Leben, kommt sich ein Stückchen näher und lässt seinem Partner gegenüber viel Raum, um sich zu entwickeln. Ich würde sagen, ich danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder gar nicht so lange auf diesem Kanal. Ich verbleibe wie immer, euer Robert Gerhard Niehöfer.